Ja, der KSV Hessen Kassel unterliegt im vorletzten Heimspiel gegen den FSV Frankfurt mit 1:3. Bei mir steht jetzt der Schlussmann Marlon Sündermann. Wie fällt dein Fazit heute aus nach diesem Spiel heute? Ja, letztendlich wieder beschissen, dass wir auch gerade vor eigener Kulisse wieder verlieren. 3:1. An sich haben wir ein vernünftiges Spiel gemacht. Haben gerade in der zweiten Halbzeit, glaube ich, viele Chancen gerade gehabt. Auch beim Spielstand von 1:1, wenn du dann 2:1 nimmst, machst und die Fans mitnimmst und so, dann geht das Ganze anders aus. Aber im Endeffekt ist scheißegal, wie du gespielt hast. Kannst dir auch nichts kaufen, gerade in unserer Lage. Wir müssen einfach zusehen, dass wir gerade auch vor heimischer Kulisse unsere Heimspiele gewinnen. Du kannst ja am Ende nach einem eigentlich vernünftigen Spiel kannst du dir von 0 Punkten und einem geschossenen Tor kannst du dir auch nichts kaufen in unserer Position. Deswegen heißt es jetzt, ab Montag wieder angreifen. Hoffentlich wird nächste Woche gespielt und das Spiel fällt nicht aus wegen dem Wetter nächste Woche. Aber dann heißt es auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal 3 Punkte holen. Jetzt bist du schon ein paar Wochen da. Hast du dich schon ein bisschen eingelebt hier? Ja klar, eingelebt auf jeden Fall. Ich meine, als ich gekommen bin, lief es die ersten Spiele durchweg eigentlich sehr, sehr gut. Zwischendurch in Mainz mal 3:1 verloren, aber da waren relativ viele Siege in der Zeit, in meinen ersten Wochen dabei. Gut, aber die letzten Wochen waren jetzt halt einfach nicht zufriedenstellend. Und da müssen wir einfach zusehen, dass wir jetzt gerade vor Weihnachten jetzt auch nochmal einen Sieg einfahren, nächste Woche gegen Hoffenheim zu Hause. Und dann einfach schauen, dass wir gemeinsam da unten rauskommen.